Hi Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz einfach Videos rendern kann. Das ist nicht schwer, falls ihr jetzt ein Video gemacht habt, zum Beispiel ein Let's Play, was ich jetzt hier, hier habe ich ein paar Videos. Zum Beispiel hier habe ich ein Video, das habe ich mit Bandicamp, nee, nicht das, das da zum Beispiel. Das ist jetzt 180 MB groß, nee, zum Beispiel das da. Das ist jetzt 524 MB groß. Das ist mir zu groß, um das bei YouTube hochzuladen. Deswegen gibt es dafür spezielle Programme, wie zum Beispiel Camtasia. Camtasia kostet, glaube ich, so 230 Euro. Man kann sich die Demo kostenlos runterladen. Das geht dann 30 Tage lang. Oder man kauft sich das Programm direkt. Da gibt es noch den Movie Maker. Moment, wo ist der? Der ist kostenlos, aber dafür hat er weniger Features, beziehungsweise zum Beispiel Effekte. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. So, starten wir mal Camtasia. Irgendwie blinkt mein Mauszeiger die ganze Zeit. Ich glaube, das liegt an der Aufnahme. Und irgendwie muss ich da mehrmals draufklicken, bis es überhaupt startet. Keine Ahnung, wieso das so ist. So. Also, da unten habt ihr so eine Tabelle, die heißt Timeline. Da zieht ihr jetzt einfach ein Video von euch rein, das ihr rendern wollt. Ich ziehe jetzt zum Beispiel das da rein. Ja. Klickt ihr da einfach auf OK. Hallo. Oh, nee, bitte nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was soll das jetzt? Böser Computer. Ich warte mal. Wenn es nichts wird, dann muss ich schließen. Oh Gott, ich hasse Windows 8. Ach komm, schließ einfach und starte neu. Ist ja nicht so schwer. Ja, Camtasia, mach mal. So, jetzt aber. So, jetzt zieht ihr zum Beispiel das Video hier rein. Jetzt warte ich besser, bis es voll geladen hat. So. Falls ihr Video zusammenschneiden wollt, dann könnt ihr das andere auch reinziehen. Das mache ich jetzt nicht. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie man mehrere Videos auf einmal rendern kann. Also nicht, dass ihr jedes Video einzeln rendern könnt. Dann geht ihr jetzt hier auf Datei. Datei speichern unter. Nicht, dass jetzt irgendwie... Aha. Dann geht ihr hier auf Entfernen. Falls ihr jetzt das Video hierbei gleichzeitig rendern wollt, dann macht ihr das gleiche nochmal. Nennt es wie ihr wollt. Ich nenne es mal HD. Okay. So, dann geht ihr jetzt wieder auf Entfernen. Geht ihr hier auf Tools, auf Wiedergabe und auf Stapelproduktion. Und hier könnt ihr diese Dateien jetzt suchen, wo ihr sie auch immer hingespeichert habt. So, jetzt wählt beide aus. Weiter. Hier würde ich HD auswählen. Ihr könnt aber auch ein eigenes Profil erstellen. Aber ich würde HD nehmen, das ist 720p, das reicht vollkommen aus. Dann auf User, Videos. Dann auf Fertigstellen. Dann wird es gerendert. Dann könnt ihr natürlich hier auswählen, wo ihr es hinspeichern wollt. Das muss ja nicht bei Videos sein. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.